Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nick Beglinger. Ich bin mit der Stiftung Cleantech 21 unterwegs und es freut mich sehr, heute einen Input leisten zu können zum Thema Klima. Ich wurde gefragt, eine Klimaperspektive auf das Thema Immobilien zu setzen und es freut mich natürlich sehr, bei Wüst Partner das heute tun zu können. Wir haben nicht viel Zeit und darum möchte ich gerade mit den drei wichtigsten Takeouts beginnen. Wir haben nämlich nicht nur eine Krise, nicht nur die Corona-Krise momentan, die uns beschäftigen soll, sondern eben auch die Klimakrise. Die Klimakrise verlangt, dass wir kurzfristig Maßnahmen treffen, und zwar nicht nur ein bisschen kleine Maßnahmen, sondern richtig deftige Maßnahmen sind jetzt gefordert. Es besteht wirklich Notstand. Das ist das erste Takeout, das ich Sie bitten würde mitzunehmen. Das zweite Takeout ist schon sehr viel spezifischer. Für Sie und für alle anderen von uns heißt das, wir müssen eine Strategie von Net Zero oder Netto Null anstreben. Ganz konkret heißt das, machen Sie keine weiteren Investitionen in irgendwelche Assets, irgendwelche werthaltigen Objekte, die irgendwelche Emissionen mit sich bringen. Das fängt vom Auto an und hört natürlich bei der Ölheizung im Gebäude nicht aus. Ölheizungen müssen der Vergangenheit gehören. Sie haben keinen Platz mehr in einer modernen Welt, die sich mit der Klimakrise befassen muss. Und dann der letzte Punkt. Blasen Sie kein Trübsal. Genau das Gleiche, wie gilt für die Corona-Krise, für die Bekämpfung der Corona-Krise, gilt es für die Bekämpfung der Klimakrise, nicht Trübsal zu blasen, sondern es als Chance zu sehen und da vorne dabei zu sein, nicht versuchen, Änderungen abzuwehren, sondern diese zu umarmen und mit diesen weiter nach vorne zu gehen in eine klimafreundliche Zukunft. Ich möchte kurz beginnen mit einer Grafik des WEF, des World Economic Forums in Davos. Es zeigt Ihnen für das Jahr 2020, das diesjährige WEF, die wichtigsten Gefahrenfaktoren, die von diesem WEF und den Teilnehmern erkannt werden für die Welt. Dieses Jahr sind 5 der wichtigsten Faktoren klimabedingt. Das heißt, die Klimakrise ist wirklich angekommen in den Köpfen der Leute. Sie ist als die wichtigste Gefahr weltweit bereits eingestuft. Und wenn Sie hier unten schauen, auf Nummer 10, sehen wir auch die Infectious Diseases, also eben Infektionen, Pandemien wie das Coronavirus, ist auch drauf auf Nummer 10. Damit will ich nicht sagen, dass die Corona-Krise harmlos ist, das ist sie überhaupt nicht. Ich will nur sagen, dass wir neben der Corona-Krise eine ganz gewichtige andere Krise haben, nämlich eben die Klimakrise. Das ist ein Bild, heute Mittag aufgenommen, der Johns Hopkins Universität. Gemäß meinen Informationen sind das die besten Quellen der Infektionsfälle global. Man sieht auch die Schweiz hier, zum Mittag waren es 10.171 Fälle. Ich habe das kurz vor dem Vortrag nochmal angeguckt, da waren es schon 10.400. Da wird weltweit zusammengebracht, was an neuen Corona-Fällen kommt. Und man sieht hier die Kurve ganz klar, das ist exponentiell. Und das ist auch unser Problem in der Klimakrise. Wir haben jetzt Neuansteckungen, die sich ganz rasch ausbreiten. Und das passiert eben exponentiell so, dass es so viele Leute gibt, so schnell, dass wir nicht genügend Betten in den Spitälern haben. Das ist das Problem bei Corona. Und bei Klima ist das Problem genau das Gleiche. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ein exponentielles Wachstum der Emissionen miterlebt und müssen jetzt ganz dramatisch diese Emissionen runterfahren, um dieses Problem zu lösen. Wir können nicht einfach nur daheim bleiben, wie wir das bei Corona machen, sondern und natürlich die Patienten betreuen, sondern wir müssen ganz aktiv unsere Wirtschaft umgestalten, dass wir in wenigen Jahrzehnten auf netto null CO2 dorthin gelangen. Das sind Aussagen, die beruhen auf 30 Jahre Wissenschaft. Diese Wissenschaft wurde von A bis Z durchgehend getestet, Jahr für Jahr. Da sind sehr, sehr viele Augen drauf. Das ist heute Wissenschaft. Und es geht um Emissionsbudgets. Wenn wir nicht genügend schnell wieder runterfahren, dann wachsen die Emissionen so schnell, dass unsere Atmosphäre das nicht mehr aushalten kann, die Erde sich erwärmt, der Meeresspiegel sich erhöht und es dann zu schlimmen Folgen kommen kann. Wenn man das jetzt noch etwas konkreter anschaut, hätten wir zum Beispiel hier vor 10 Jahren mit richtigen Klimamaßnahmen begonnen, hätten wir eine relativ flache Senkung durchmachen können, weil dann eben insgesamt das Budget, das uns zur Verfügung steht, was die Emissionen anbetrifft, nicht ausreichen würde. Jetzt aber sind wir im Jahr 2020 und müssen dramatisch schnell die Emissionen reduzieren. Das heißt, je länger wir noch warten, umso dramatischer werden die
nötigen Handlungen. Und wiederum ist genau das Gleiche wie bei Corona. Wenn wir jetzt noch weiter Partys machen und wir uns weiter infizieren, dann steigt diese Kurve so schnell an, dass wir nachher noch drastischere Maßnahmen treffen müssen, als wir sie schon getroffen haben, richtigerweise getroffen haben. Wenn man jetzt das Ganze etwas runterbricht auf die Zahlen, es schwirren sehr viele Zahlen im Moment, sind im Raum. In etwa müssen Sie sich vorstellen, dass wir knapp 30 Jahre, ich würde jetzt mal sagen, die Safe Assumption ist 20 Jahre bis 2040 Zeit haben, um auf Netto Null zu gehen. Egal jetzt, ob es 20, 30, 40 oder gar 50 ist, es ist dramatisch schnell, wie wir reduzieren müssen. Und darum die Aufforderung an Sie, die Takeouts, die ich am Anfang gesagt habe, keine weiteren Investitionen in irgendetwas, Rasenmäher oder Ölheizung, das weitere Emissionen verursacht. Und einfach zur Erinnerung, beide Krisen sind real. Heute sind sie real, sie werden morgen real sein, aber auch noch in 10 Jahren real sein. Wir sehen hier diese schrecklichen Bilder der italienischen Patienten, die auf dem Bauch liegen, um besser beatmet werden zu können. Die genau gleich schrecklichen Bilder sehen wir über das Klima. Auch ganz aktuell hier ist aus dem September des vergangenen Jahres war ein desaströser Hurrikan in den Bahamas, und es ist klar erwiesen, jetzt die Hurricanes, die Stärke der Hurricanes ist eindeutig klimaabhängig, es sind eindeutige Klimaschäden, da haben Tausende von Leuten ihr Leben, Hunderttausende von Leuten ihr Habengut verloren. Also beides ist ganz, ganz real und ganz aktuell. Wenn wir jetzt ein bisschen zum Schluss noch kurz runterbrechen, was heißt das genau für Sie im Immobilienbereich? Global gesehen sind die Emissionen der Gebäude ca. 6% des gesamten Emissionskuchens. In der Schweiz, das sind Zahlen von 2017, sind es etwa 26%. Zum Glück ist das sich am Reduzieren, vielleicht sind es jetzt schon 25 der aktuellsten Zahlen, aber ungefähr ein Viertel der Emissionen. Der Grund, wieso in der Schweiz die Gebäude viel wichtiger sind, ist, weil unsere Elektrizitätsversorgung relativ CO2-arm bereits ist mit unserer Wasserkraft, das ist sehr gut. Aber eben, das heißt für Sie, in der Schweiz sind Sie zumindest einem Viertel mitverantwortlich für unser Klimaproblem. Das heißt, das betrifft Sie ganz direkt. Und darum jetzt die Frage zum Schluss, was heißt das für Sie? Was ist meiner Meinung nach das, was Sie tun sollten von einer Immobilienperspektive? Das quasi das so what. Auf der einen Seite, wie ich es gesagt habe, gibt es wirklich keine Entschuldigungen mehr. Es tut mir leid, wenn das etwas drastisch klingt, aber ich würde sagen, Sie müssen sich alle im Spiegel angucken, wenn Sie eine neue Ölheizung machen, ist das einfach ein Verrat an den zukünftigen Gesellschaften, an den zukünftigen Generationen. Das heißt, machen Sie das bitte nicht mehr. Weder Öl noch Gas, irgendetwas, was fossile Emissionen in Zukunft dann noch ausstoßen wird, dürfen Sie nicht mehr machen. Ist einfach nicht mehr möglich. Wir müssen ganz schnell reduzieren. Und wenn Sie heute noch eine neue Ölheizung einbauen, heißt das, dass Sie sie noch 15 Jahre oder so betreiben möchten. Und wir haben kein Emissionsbudget mehr für diese 15 Jahre. Das heißt also keine weiteren Emissionen mehr, weil wir müssen auf Null. Wir müssen 100% unserer Emissionen reduzieren. Das heißt also auch, was im Bericht von Wüst Partner steht, diese 80% bis 2050, muss ich leider sagen, ist klar nicht ausreichend. Es muss 100% Reduktion sein. Wahrscheinlich nicht erst bis 2050. Ich würde 2040 als Zieljahr mich daran erinnern, 2040 als Zieljahr. Meine Aufgabe ist es, als Ökonom und zum Teil auch als Lobbyist sicherzustellen, dass diejenigen, die etwas machen, also nicht eine Ölheizung, sondern eben vielleicht Solarpanels brauchen, um das Gebäude energetisch zu betreiben, dass sich das für diese Leute auch lohnt. Es ist ganz, ganz viel im Tun. Der Druck der Klimawissenschaft und der Klimakatastrophe insgesamt ist so groß, dass die Politik die Rahmenbedingungen ändern wird. Das heißt, ich und viele andere werden dafür sorgen, dass sich Ihre Aktionen lohnen. Wenn Sie auf Solarpanels setzen und nicht auf Ölheizungen, dann wird sich das für Sie finanziell unter dem Strich lohnen. Zum Teil ist das schon heute so, je nach Gebäude, je nach Ort. Mit einem CO2-Preis auf den Strom, zum Beispiel auf den importierten Strom, wird das noch mehr der Fall sein. Und ich setze mich persönlich dafür ein, dass das passiert, dass also das, was Sie tun, sich dann finanziell auch lohnt, weil es ist klar, nur als Gutmensch werden wir die Welt nicht bewegen. Es muss sich unter dem Strich finanziell lohnen, darum braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein paar Tipps. Ein Tipp wäre den internen CO2-Preis. Das ist eine Strategie, die von der Weltbank mitentwickelt wurde.
Die ist eigentlich ganz simpel. Wenn Sie eine Investition planen und vielleicht in diesem Markt jetzt eben noch keinen Preis auf der schmutzigen Elektrizität, die zum Beispiel von europäischen Kohlekraftwerken über die Grenze kommt zu uns, wenn es den noch nicht gibt, dann setzen Sie den sich doch selber. Setzen Sie sich einen internen CO2-Preis, auch das können Sie auch tun, wenn Sie ein Auto kaufen, und machen Sie die Investitionsrechnung mit diesem internen CO2-Preis. Also nehmen Sie an, der Staat würde zum Beispiel auf den Diesel bereits 100 Franken pro Tonne Emission verrechnen. Und wenn Sie jetzt ein neues Auto kaufen und sich überlegen, ist es ein Diesel oder ist es ein Elektroauto, dann mit diesem internen Preis kommt die Investitionsrechnung so raus, dass der Diesel teurer ist als der elektrische. Das heißt also, intern können Sie so die richtigen Investitionsentscheide machen, vor dem, dass der Regulator bereits diesen CO2-Preis gesetzt hat. Und wenn er ihn dann setzt, dann sind Sie schon bereit und sind schon kompetitiv im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern. Zweiter Tipp. Versuchen Sie, das Ganze nicht aufzuhalten. Es lässt sich nicht aufhalten. Es gab auch Leute, die zu Anfang der Corona-Krise nur Witze gemacht haben und dann eine Party organisiert. Das bringt es nicht. Wir müssen handeln. Man kann nicht einfach wegschauen. Bei Corona ist es einfacher, weil man sieht wirklich die Patienten und man hat Angst um das eigene Leben ganz kurzfristig. Aber bei Klima ist es genauso dramatisch. Es kommt einfach nicht gerade morgen, sondern vielleicht erst in 10 Jahren. Oder es passiert nicht gerade hier in der Schweiz, sondern eher in Bangladesch. Aber trotzdem, es sind kurzfristige Aktionen, die wir machen müssen. Und darum sollte man sie nicht, sollte man wirklich nicht wegschauen, sondern man sollte sie embracen, umarmen und aktiv eine Rolle zur Verbesserung spielen. Also aktiv das als Chance anschauen, aktiv die Firma in diesem Bereich positionieren, beispielsweise eine Liegenschaft bauen, konkret die Nachhaltigkeit hervorheben, konkret die tiefen operativen Kosten hervorheben, sich also differenzieren. Das bringt es bei den Kunden, das bringt es bei den Investoren, es bringt es aber eben auch beim Team. Das motiviert die Leute und behält die Leute auch bei einer Firma. Da gibt es schon konkrete Zahlen drüber. Und natürlich, die Presse findet das normalerweise auch gut. Also man kann eher gutes PR erwarten, wenn man in diese Richtung geht. Und vielleicht dann so die Kür des Ganzen ist mein letzter Punkt hier. Schauen Sie das Haus oder die Immobilie nicht einfach nur als Wohn- oder Arbeitsquartier an, sondern in Zukunft wird es immer mehr die Energieinfrastruktur sein, von der wir alle abhängig sind. Ein Haus sollte, wenn immer möglich, ein photovoltaisch aktives Dach haben und vielleicht sogar eine photovoltaisch aktive Fassade. Die Ölheizung gehört nicht mehr in den Keller, dafür gehört die Batterie in den Keller. Und wenn Sie diese Häuser planen, planen Sie mit der elektrischen Mobilität, weil das Elektroauto im Haus zu chargen, das mache ich schon 10 Jahre, das bringt es, das ist angenehm und das ist auch kostenmäßig eine interessante Kombination. Also schauen Sie die Immobilie an als ein Teil der Energieinfrastruktur eines Landes. Das ist für die Immobilie direkt relevant, aber auch, wie Sie mit dem Netz dann interagieren. In Zukunft können Sie Ihren Strom verkaufen, kriegen gutes Geld dafür. Das heißt, Ihre Investitionsrechnung beinhaltet auch ein aktives Teilen der Energie, die Sie lokal produzieren, mit anderen, zum Beispiel mit energieintensiven Firmen, über das öffentliche Netzwerk. Das ist heute noch nicht möglich, das wird aber sehr bald möglich sein. Dafür laufen konkret die regulativen Verhandlungen in Bern bereits. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch so ein bisschen Hoffnung wecken und auch zwei positive Aspekte rausheben. Der Churchill hat gesagt, never let a good crisis go to waste. Natürlich ist keine Krise wirklich gut, aber eine einschneidende Krise bringt die Leute auch zum Umdenken. Man schaut die Dinge neu an. Man findet plötzlich raus, dass ein Homeoffice eigentlich eine ganz gute Lösung sein kann. Wenn man sich richtig einrichtet, muss man nicht jede zweite Woche in eine Konferenz fliegen. Gleichzeitig sieht man positive Effekte. Einer, wo es auch ein bisschen Fake News rumgeht, Achtung, aber das ist vom Natural Geographic, das Wasser in Venedig, das ist klarer, das ist schön. Die Fische, die kommen nicht gerade wieder, das ist eben dann die Fake News, aber Sie sehen das Wasser, es ist klar, weil eben der Betrieb der Boote und so weiter reduziert ist. Ist eine positive Erscheinung, da merkt man plötzlich, wenn man ein bisschen weniger Gas gibt, kommen auch wieder positive Sachen hervor. Also ein bisschen die Entschleunigung und das nicht überall hinfliegen müssen, sondern eben auch vom Homeoffice effektiv und zufrieden arbeiten zu können.
Der zweite Punkt ist viel greifbarer. Das ist eine Studie von Stanford, die beschäftigt mich im Moment ganz stark. Sie sehen es am Headline, der ist ziemlich ausschlaggebend. 77.000 Leben seien durch die Corona-Krise in China gerettet worden. Gerettet. Das heißt, durch die reduzierte Wirtschaftsleistung sind die Emissionen in der Luft reduziert worden. Und diese Emission, die sonst zu sehr vielen Toten führt, mit Gesundheitsproblemen beim Schnaufen, ähnlich wie bei Corona, durch diese Aktion wurden Leben gerettet. Ich kann diese Zahlen noch nicht hundertprozentig verifizieren. Es ist von Stanford, es wurde eben vor 6 Tagen veröffentlicht. Aber es ist die Stanford-Universität, die Zahlen sehen relativ gut aus. Und die Art und Weise dieser Beurteilung trifft natürlich für die Schweiz ähnlich zu, für Milan sehr stark zu. Das heißt also, es gibt auch positive Erscheinungen. Und das soll uns Mut geben, beide Krisen, die Corona-Krise und die Klimakrise, aktiv anzugehen, positiv anzugehen, weil gemeinsam werden wir es schaffen. Und mit Wüst Partner als guten Partner, glaube ich, schaffen Sie es sicher noch schneller als die Konkurrenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Das Thema graue Energie, das ist wichtig bei den Autos und bei den Immobilien. Ganz kurz zu den Autos. Was heißt es dort? Das heißt, dass man die gesamte Energie eines Autos berücksichtigen muss. Die Herstellungskosten beispielsweise und Energie natürlich, beispielsweise die Batterie eines Elektroautos und dann der Gebrauch, beispielsweise der Diesel eines Dieselautos. Auf das Elektroauto umgerechnet ist es heute klar erwiesen, ein Elektroauto ist die klimafreundlichere Fortbewegungsart. Das hat vor allem zu tun mit der Effizienz des Elektromotors versus des Verbrennungsmotors. Die Logik ist aber klar, man muss die gesamte Energie, die aufgewendet wird, in der Herstellung des Fahrzeuges wie auch im Verbrauch in Betracht ziehen. Und was das Gebäude angeht, ist es genau das Gleiche. Bei einem Gebäude ist die Klimarelevanz im Betrieb, also ist eine Ölheizung installiert, die täglich Öl verbrennt und damit täglich Emissionen ausstößt, oder ist keine solche Infrastruktur involviert, beispielsweise gibt es Solarpanels und eine Batterie. Die Solarpanels und die Batterie, die brauchen natürlich auch Energie hergestellt zu werden. Das heißt also, wieder wie beim Auto, muss man das Gesamtbild anschauen. Im Gebäude geht es jetzt noch einen wichtigen Schritt weiter, und zwar geht es um die ganzen Materialien, die eben in der Gebäudehülle und auch sonst wo drin steckt. Für Sie heißt das als Immobilieninvestor, haben Sie ein Auge auf die graue Energie, haben Sie ein Auge auf die Materialien, die verbaut werden in einem Gebäude, achten Sie darauf, dass Sie ökologische Materialien nehmen, die tief sind in ihrem Fußabdruck, was die Emissionen, aber auch andere Umweltbelastungen angeht. Also, Ölheizung, gut, das ist kein Thema mehr, da bin ich froh. Gasheizung, muss ich leider sagen, auch die stellt keine Option mehr dar. Es ist richtig, dass eine Gasheizung ökologischer ist als eine Ölheizung, aber es ist eben auch richtig, dass wir es uns nicht mehr leisten können, jetzt nochmal neue Infrastruktur in die zu investieren, die dann weiterhin Emissionen hervorruft. Wir müssen also jetzt gleich von einer Ölheizung auf erneuerbare Energien umsteigen und können uns den Zwischenschritt des Gases einfach nicht mehr leisten. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Was die nukleare Energie angeht, im zweiten Teil Ihrer Frage, ist es so, dass leider die nukleare Energie sich als keine umweltfreundliche Energiequelle herausgestellt hat. Es ist also keine Option, jetzt zu sagen, ja, jetzt bauen wir noch mehr Atomkraftwerke, die haben ja wenig Ausstoß und darum haben wir das Klimaproblem gelöst. Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Es gibt 2 wichtige Gründe. Der erste ist der finanzielle. Sie finden keine Investoren, die heute noch in neue nukleare Powerplants investieren. Das ist einfach zu viel Risiko, ist damit verbunden zu viel planerisches Risiko. Meistens gehen die Kosten dreifach über Budget. Es dauert meistens auch doppelt oder dreimal so lang, bis das Ding dann steht. Das ist also ganz, ganz viel ökonomisches Risiko da drin und darum spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Der zweite Grund, wieso nuklear keine
keine Lösung fürs Klima ist, ist die Zeit. Es braucht einfach viel zu lange, jetzt auf der ganzen Welt Atomkraftwerke zu bauen, bis die dann mal stehen und dann auch produzieren, ist das Klimaproblem schon außer Kontrolle. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, so lange zu warten. Die Technologie dauert viel zu lange, bis man den Effekt spürt. Das heißt also, ein Solarpanel kann innerhalb wenigen Stunden montiert werden, ein Kernkraftwerk braucht, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Jahre, bis es steht und irgendwas Nützliches leistet. Und dann noch zum Wasserstoff. Der Wasserstoff selber ist ja keine Energiequelle, sondern es ist quasi ein Medium, das Energie trägt. Das heißt also, beim Wasserstoff, ob er umweltfreundlich ist oder nicht, kommt darauf an, mit welcher Energie der Wasserstoff hergestellt wurde. Wenn der Wasserstoff mit Gas oder Kohlekraft hergestellt wird, dann ist er nicht zu gebrauchen, weil er viel, viel zu viele Emissionen enthält. Wenn der Wasserstoff aber mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, dann kann er sehr sauber sein. Jetzt, meiner Meinung nach, wird der Wasserstoff keine Rolle spielen im Transport. Also wir werden nicht wirklich Volumen von Autos sehen, die auf Wasserstoff laufen. Nicht mal bei den Lastwagen, glaube ich, dass wir Wasserstoff sehen werden. Dort sind die Batterien, ist das richtige Speichermedium. Im Haus hingegen, in unseren Breitengraden, bin ich der Meinung, dass wir Wasserstoff sehen werden. Und zwar als saisonales Speichermedium. Die Batterien, die speichern ihren Strom von der Photovoltaikanlage für 24 oder 48 Stunden, da sind sie gut. Aber wenn es um die Saison geht, also dass sie im Sommer viel Strom herstellen, den speichern und dann im Winter gebrauchen können, diese saisonale Speicherung, die sollte und könnte mit Wasserstoff gemacht werden. Ich habe verschiedene Freunde in verschiedenen Ventures, die genau zu diesem Thema arbeiten. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in 10 Jahren nebst der Batterie im Keller auch einen Wasserstofftank im Keller für die saisonale Energiespeicherung haben werden.